Im April schlagen die Bäume aus. Langersehnte Zeit für den Kleingärtner. Da werden die Rosen enthäufelt, gehackt und gedüngt und wenn nötig eine neue gesetzt. Da wird Salat gepflanzt, Frühbeete umgesetzt. Da werden Radieschen und Kräuter gesät. Das macht sogar unseren Dirk Spaß. Samstagnachmittag, da kommen sie, Claudia Hoffmann, mit ihren 4 Kindern und Freund Manfred. Als Wochenendbewohner gilt es, die wenigen Stunden zu nutzen. Im Spartenheim tagte der Vorstand. Jetzt eilen wir voller Tatendrang nach Hause. Frau Kunze hat wieder mal eine ihrer vorzüglichen Obsttorten vorbereitet. Ich hatte es anscheinend niemand mehr nötig, mir zu helfen. Fatih hat, wenn er aus dem Geschäft kommt, nur noch seine Karnickel im Kopf, nicht? Holger, der hilft lieber diesen Nachbarn und du sitzt da und malst. Da sitzt auf den Ohren! Nee, auf dem Hintern, siehst du doch. Eine Stunde kommt Tante Inge und Onkel Bernd. Ich hab sie nicht eingeladen. Wir übernehmen uns mit dem Naherholungsgebiet, glaub mir. Das klingt zwar nach außen ganz gut, mehr und immer mehr zu wollen, aber kurz oder lang fällst du auf die Nase. Ja, wäre bei deinem Zinken besonders unangenehm, was, Harald? Der Vorstand hat die Anerkennung beschlossen, also was soll's? Ich habe dagegen gestimmt. Eins nach dem anderen, das ist meine Devise. Ja, ja. Vorsicht, Kinder! Macht nicht solchen Lärm! Gott seid ihr, Wochenendler. Ach, die Kinder müssen erst aus der Schule sein. Was wird denn da gepflanzt? Kohlrabi und Salat. Gewürz und Blumen will ich noch aussehen. Soll im Garten dir was glücken, spürst du es zuerst im Rücken. Wer ist denn der Mann? Ihr Freund. Na, mach's gut. Jens und Birgit werden heute die Fensterrahmen abspachteln, damit Ilona vorstreichen kann. Mama, will ich schneller. Die Pflanzen müssen noch in die Erde. Mensch, kann der das Spachteln auch noch Zeit. Da kann ich mal Mucki rasen. Nein, nein. Garten ist mit Arbeit verbunden, das habt ihr doch gewusst. Ich hab eine Überraschung für euch noch. Mensch, Mutti, ein Wohnwagen. Findest du das Kunst? Schau. Ja. Lass mich doch in Ruhe, ja? Die Äste rot, der Himmel grün. Hast du keine Augen im Kopf? Nimm dir doch ein Beispiel an der Natur, die macht dir doch alles vor. Hör mal, ich kümmere mich nicht um deinen Konsum und du dich bitte schon nicht um meine Malerei, ja? Ja, du kümmerst dich ja um überhaupt nichts. Aber das eine sage ich dir, wenn ich erst auf der Kunsthochschule bin, wirst du anders reden. Wo willst denn du hin? Komm, trag das rein. Sag dem Vati, der soll sich schon seinen Karnickeln losreißen und sich endlich umziehen. Kinder, schleppt nicht so viel Gras rein. Ihr sollt heute Nacht noch drin schlafen. Kommt alle raus hier. Kommt, ist aber ganz prima. Ne? Na, aber nur geliehen. Kann ich auch da drin schlafen? Ach nö, schlaf lieber bei uns, sonst weint ja die Oma. Erstmal ist kein Wasser da. So geht's los. Ja, die alte Geschichte mit der Pumpe. Kenn ich schon von eurer Vorgängerin. Ich werde mir die Pumpe morgen Vormittag mal ansehen. Vielleicht kann ich sie reparieren. Inzwischen holt ihr euch das Wasser bei uns. Oh, kommt, danke. Na? Gefällt's euch? Ja. 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 Aber wo willst du denn hin? Eine Verabredung. Was heute? Wir bekommen Besuch. Der kommt doch nicht meinetwegen. Das machst du doch nur mir zum Trotz. Bei mir wird's ein bisschen später. So, Jens, nimmst du mal? Ist eine Überraschung für dich. Das sind zwei Kollegen von mir. Die werden die Laube streichen. Na, da ist ja die Villa. Na, dann mal ran. Die Zeit drängt. Sag mal, hätten wir das nicht selber machen können? Kostet dich keinen Pfennig. Besorge dafür ein Wechselgetriebe für ein Octavia. Eine Hand wäscht die andere. Du, ich mag solche Geschäfte nicht. Komm, sag ihnen, wie du es haben willst. Thank you.
und Sie wollen wirklich meine Bilder in Ihrer Gaststätte aushängen? Seit ich Sie zum ersten Mal sah. Wo war denn das? In Ihrem Clubhaus zur Ausstellung. Ich fragte Ihren Zirkelleiter nach Ihrer Adresse. Es ist zwar nur eine kleine HO-Gaststätte, mein Roseneck, aber wir haben ideale Wände und viel Kundschaft. Ich hoffe, Ihre Bilder machen Furore. Ich hoffe auch. Und Sie sind Ihnen nicht zu modern. Ich meine, so in der Farbauffassung. Die Impressionisten malten die Welt so, wie sie sie sahen. Picasso so, wie er sie dachte. Darin, glaube ich, haben Sie etwas mit ihm gemeinsam. Das ist aber etwas sehr hochgegriffen. Jeder fängt klein an. Aufs Gelingen. Aufs Gelingen. Sag mal, wo hast du eigentlich den Wagen her, du Tausendsasser? Vom Sportsfreund geliehen. So ein Verein hat auch seine Vorteile, nicht? Hm. So, ich verschwinde dann jetzt mal. Was willst du? Ja, ich hau ab ins Bootshaus. Was? Ja. Dort gibt's eine Menge für mich zu tun und hier läuft doch alles von alleine. Ach, deswegen hast du die Maler bestellt. Ja. Du liebst deinen Garten und ich mein Boot. Na, ich dachte, du liebst mich. Dich vor allem. Tschüss. Ich komme ja heute Abend zurück. Da kannst du mir auch gestohlen bleiben. Holger! Komm sofort rüber! Also hier bin ich zu Hause. Vielen Dank für die Begleitung. Ich bin sehr froh, dass wir uns begegnet sind. Ich auch. Gute Nacht, Mac. Ist was? Der Schlüssel steckt von innen. Also doch zum Roseneck. Und dann? Ich habe ein kleines Hinterzimmer, da schlafen wir manchmal, wenn es spät wird. Da bist du ganz ungestört. Danke, Mike, aber ich habe was Besseres. Gute Nacht. Seinen Bootsmann an Land. Mensch, was ist das? Du bist ein verrückter Kerl. Was? Oh nein, schlaf schön. Ganz still, ja. Du machst ja einen Krach am Sonntagmorgen. Deine Schwester ist noch nicht nach Hause gekommen. Na und? Das nimmst du so leicht, ja? Ja, das wird sie schon gerne gefressen haben. Höchstens vernascht. Ach, wenn sie sich einbildet, der Künstlerberuf fängt mit Herumbummeln an. Da wird aus ihr nie eine vernünftige Malerin. Ist doch so und so deine Meinung.
Spaß. Scherben bringt Glück, Mutti. Manfred? Ja? Bist du schon auf? Schönen Sonntag wünsche ich. Hm? Einen schönen Sonntag wünsche ich. Oh ja, wie spät ist denn? Gleich 8. Oh Gott. Ich bringe jetzt den Kindern das Frühstück in den Wohnwagen. Mhm. Und dann frühstücken wir gemütlich zu dritt. Einverstanden? Du bist ja so nett heute. Ja, immer. Na, Jugendfreunde, wollt ihr den ganzen Sonntag verschlafen? Oh, ich habe... Ja, ich weiß. Ich bringe das Frühstück. Oh, sehr aufmerksam. Ja. Ey, wirst du wohl, du Ferkel. Ich kann es nicht mehr halten. Na. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, ich finde euren Vati prima. So durch unser. Vielleicht wird er's. Da sei Gott vor und die Influencer. Mit seinen Eltern hat man immer so seinen Trödel. Deshalb will ich auch von zu Hause wegziehen. Wisst ihr nicht eine Bleibe für mich? Bleib doch hier. Ja? Na? Ey, das ist meine Stulle. Frieden, ja? Übrigens, der Campingwagen, der ist nur ausgeliehen. Wisst ihr, ich brauche nämlich Platz für meine Staffelei, damit ich malen kann. Kannst du schimmeln? Ich gebe mir Mühe, Jens. Zieh doch in den Zirkuswagen von Opa Treuholz. Ja, willst du? Na eben. Wenn er ihn mir überlässt. Ich geh mal bei Tims Wasser holen. Deswegen hast du den Kindern Frühstück gebracht, hm? Wegen der schönen Nachbarstochter. Nein, nicht nur deswegen. Tja, Kinder, darin bin ich durch die halbe Welt gezogen und jetzt soll ein Atelier daraus werden, sowas für einen richtigen Maler? Ich würde Ihnen überhaupt nicht zur Last fallen. Und Miete zahle ich auch natürlich. Das ist ja alles schön und gut, aber ich habe doch meinen ganzen Zirkuskrempel drin. Den könnte man doch vielleicht ins Haus bringen. Bitte, Obertraul, sei lieb, lass die Krit hier wohnen. Was? Ihr setzt mir ja recht schön zu. Eigentlich wohnst du doch ganz gut bei deinen Eltern. Als sie Artist wurden, war ihre Mutter bestimmt nicht begeistert. Oh doch. Sie war ja selber Artistin, Kunstreiterin. Und mein Vater hatte die Pferde. Herrlicher Rappen, das war eine Pracht. Ich muss euch mal Bilder von ihnen zeigen. Trotzdem sind sie ihren eigenen Weg gegangen. Das muss man wohl, wenn man Flügge ist. Außerdem hatte er was gegen Fahrräder und schon gar gegen eine komische Nummer. Und in der Situation befinde ich mich jetzt. Tja, dann seht's euch erst mal an, ob es sich überhaupt eignet. Los, komm, komm. Mit der wird nichts mehr. Da muss eine neue her. Und was würde das kosten? Also wenn eine neue, dann gleich eine elektrische. Da brauchst du bloß noch auf den Knopf drücken. Mhm. Wegen des Geldes, da drücke ich auch bloß auf den Knopf. Fragt sich nur auf welchen. Vier Eisenträger brauche ich, 3 Meter, für die Kellerdecke im Anbau. Mhm. Bau ist genehmigt. Die Träger kann ich besorgen. Aber auf Rechnung, sonst spielt sich bei mir nichts ab. Herr Kalkreuth! Nochmal 3 kurze. Ich sag doch, aufs Geld käm's mir nicht an. Man könnte es ja gegen die Pumpe verrechnen. Und die Pumpe ist in Ordnung? Ganz neu sozusagen. Mein Schwager hat mir eine neue mitgebracht aus dem Westen. Die macht nur. Die andere? Na. Ja. Ja, das geht ja noch. Wie? Ja, meine macht. Ricke, Racke, Ricke, Racke macht die Mühle mit Geknacke. Aber Neuwert zahle ich nicht. Klar? Klar.
Das sind auch Werbleute. Wann würdest du liefern? Diese Woche. Hm? Prost. Prost. Nehmt Rücksicht auf das zahlende Publikum. Was macht ihr denn hier? Wir werden Artisten. Ihr werdet Artisten? Na sowas. Na dann macht mal weiter. Übt mal schön. Oh. Guten Tag. Sie haben Ihren Wagen tatsächlich hergegeben? Was sollte ich denn anders tun bei der Überredungskunst? Das war sehr leichtsinnig. Guten Tag. Guten Tag. Da kommt der gerade zur rechten Zeit Hilfe. Ja. Jeder hat hier Arbeit für mich. Übrigens, gratuliere. Na, dann wollen wir mal. Wo soll das hin, das Ganze? Rüber in die kleine Kammer. Willst du gehen? Hm? Herr Schubert! Ja? Könnten Sie mir Ihre Laube nicht zur Verfügung stellen, bis ich in den Wagen ziehen kann? Sie kommen doch erst am Wochenende wieder raus. Ja, warum denn das? Ich möchte nicht bis dahin wieder zu Kreuze kriechen müssen bei meiner Mutter. Diese Woche habe ich Frühschicht und dann bin ich in ein, zwei Tagen fertig mit dem Einrichten. Hm. Mir wäre es schon recht. Aber... Legen Sie doch einfach den Schlüssel unter die Fußmatte. Um Sigrid zu helfen, wart ihr alle gleich zur Stelle. Ich kann mich ja hier abrackern. Na, danke. Na, ganz so ist es wohl nicht. Immerhin bekommst du dafür eine elektrische Pumpe. Das war doch schon um 11 Uhr klar, oder? Ja. Ja, aber was da alles noch so dranhängt. Zuerst muss ich für den Sportfreund Günther eine Motorreparatur in der Werkstatt meines Schulfreundes Achim vermitteln. Naja, damit er mir aus dem Walzwerk die Eisenträger besorgt, die der Gartenfreund Wiemann haben will. Ist das nicht genug Leistung für einen Vormittag? Doch. In Sachen Tauschgeschäfte bist du einsame Spitze. Ja. Tausch doch auch gleich die Frauen. Hast ein leichteres Leben. Damit du erst weißt, meine ersten Bilder habe ich bereits verkauft. Und meinst du, hast es geschafft, ja? Der Käufer fand mein Himmel nicht zu grün und meine Bäume zu rot. Kenner schätzen meine Art zu malen. Und nun hast du uns nicht mehr nötig. Wozu hattest du mich nötig? Doch nur, um an mir herumzuerziehen, damit ich so werde, wie du dir ausmalst, dass ich sein soll. Ich habe nie etwas verlangt. Nicht aus meiner Persönlichkeit als Mutter geboren ist. Ja, ich weiß, das klingt in deinen Ohren lächerlich. Das ist eine abgeschmackte Einmischung. Warum beginnt bei dir Erwachsensein mit Widerspruch? Ein Gefühl, alles besser zu wissen. In der Kunst muss der Persönlichkeit maximale Freiheit gegeben werden. Ach, das wirst du nie begreifen. Sicher, was versteht eine Konsumverkäuferin von Kunst? Unter Umständen sehr wenig. Und wenn dir dann Urteile fällt und mich reglementieren will, kann ich nur sagen, leb wohl. Kann ich die Bettdecke mitnehmen? Kind, ich mein's gut. Was ist mit der Bettdecke? Überleg's dir doch noch.
Sigrid, du kannst tun und machen, was du willst, aber bleib bei uns, bitte. Gut, es geht auch ohne Bitte. Und wo du hinziehst, wird ja wohl ein Bett sein, nicht? Wo ziehst du überhaupt hin zu deinem Kunstliebhaber? Ich krieg schon noch Bescheid. Schach. Ist was, Mutti? Sigurd ist zu Hoffmanns, in die Laube gezogen. Viele können sie nicht mal rübergehen. Ich? Tja, ich weiß nicht, Frau Kunze. Jeder muss einen Fehler machen. Jeder muss seine Erfahrungen sammeln. Sie sollten Sigrids Haltung respektieren, sonst sind Sie vielleicht ganz los. Nicht reagieren. Sie werden sehen, sie kommt von ganz allein zurück. Glauben Sie? Ganz bestimmt. Mensch, guck mal hier. Da ist ja deine Stutznase, da bin ich wohl überflüssig. Na klar. Mach's, tschüss. Tschüss. Hallo, Ilona. Wie kommst denn du in unsere Gegend? Ich war in der Spurbahn. Ja. Und da dachte ich, eigentlich müsstest du ja langkommen. Na dann, viel Spaß. Tschüss. Hallo. Grüß dich. Bis Sonnabend ist noch so lange. Wollen wir in Eis essen gehen? Du, ich muss noch üben. Wir schreiben Donnerstag Mathe. Das ist mein schwächstes Fach. Mathe? Da kann ich dir doch helfen. Mathe bin ich stark. Ist das wahr? Ja. Kleinigkeit. Wann und wo? Ich weiß nicht. Bei mir zu Hause? Da stören die Kleinen. Ich weiß was Besseres. Morgen Nachmittag in eurer Laube. Morgen nicht, übermorgen. Gut. Und jetzt gehen wir Eis essen, ja? Na komm. Habe ich am wenigsten gerechnet. Ich hatte gehofft, du würdest mir beim Aufhängen deiner Bilder helfen. Sie hängen schon? Sie haben sogar schon großen Anklang gefunden. Das Pferdebild habe ich sofort verkaufen können. Sag bloß. Ich habe eben ein Talent entdeckt. Und wie hast du mich hier entdeckt? Ich habe eine Nase für dich. Ernsthaft. Als man zu Hause nichts von dir wusste, da bin ich zu einem Spatenheim gestiefelt und da saß ein alter Herr. Ach, Opa Treuholz. Der hat mich hergeschickt unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Warum so geheimnisvoll? Das ist eine lange Geschichte. Die mich nichts angeht. Aber da du dich ja offensichtlich nicht vor mir versteckst. Blauen für die grünen Pferde? Ist recht? Na klar. Danke. Und meine Bilder gefallen wirklich. Wann kommst du? Sobald ich hier fertig bin.
Heute schlafe ich zum ersten Mal hier. Und dann malst du? Und wie? Hier quatscht mir endlich keiner rein. Guten Appetit. Danke. Ich dachte, ich hätte einen Albtraum. Als ich vorhin hörte, wie du den Fremden erzählst, dass die Kunze in deinem Wagen wohnt. Dass sie bat mich so sehr darum. Dann konntest du denn das machen? In Familienangelegenheiten mischt man sich nicht ein. Frau Kunze holt sich die Augen aus, seitdem ihre Tochter ausgezogen ist. Und du bietest dir diesen Unterschlupf? Unterstützt damit diese eigenwillige, übergeschnappte Person? Aber junge Menschen müssen doch... Und alte Menschen müssen nachdenken. Du gibst dem Fiedler den Wagen als Übungsraum, denn der steigt um auf Tanzmusik. Das ist ein Grund, sie loszuwerden. Ach, Lisbeth, wer immer auf Beerdigungen spielt, hat keine Nerven für Tanzmusik. Wenn wir daraus einen Ziegenstall machen, du wirfst die Kunze raus. Warum denn bloß? Warum denn? Ja, damit sie zurückkommt nach Hause, wo sie hingehört. Die mit ihren Flausen im Kopf. Malerin. Doch größeren Ruhm wird der verdienen, der Farben kauft und malt mit ihnen. Selten fragt sich so ein Tor, was geht in den Eltern vor. Fräulein Kunze, Sie können hier nicht wohnen. Ich hatte den Wagen schon vor, Ihnen für eine wichtige kulturelle Angelegenheit, die im Interesse der Gartensparte liegt, gemietet. Aber Opa Treuhold, Sie haben ja doch... Das ist meine Schuld, Mädel. Und wer zuerst kommt, malt zuerst, und das war ich. Und außerdem haben Sie ein sehr schönes Zuhause. Das ist ja wohl meine Angelegenheit. Kultur geht nun mal vor Liebe, das steht fest. Opa Treuhold. Mädchen, ich möchte dir ja so gerne helfen, aber... Ich hatte ihn wirklich schon vergeben. Es ist meine Schuld. Ob das richtig war, Lisbeth? So ein junger Mensch braucht doch... Leicht kommt man ans Bildermalen, doch schwer an Leute, die es bezahlen. Kleiner als dein Wagen ist es auch nicht. Das Licht ist schlecht. Aber dafür ist die Gegend unbezahlbar. Es wimmelt nur so von Motiven. Der Reiz des Übergangs vom Alten zum Neuen. Ein großes Thema, wenn ich es packe. Guck nicht wie ein Kaninchen. Hast du auch Bettzeug? Ja, hier. Ich hatte ja gesagt, für Notfälle steht das Zimmer immer bereit. Ach, und jetzt bin ich der Notfall, ja? Ich bin's wirklich, Mike. Das wäre ein Fressen für meine Mutter gewesen, wenn ich wieder angekrochen wäre. Du bist meine Rettung. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Wo ist denn die elektrische Kaffeemühle? Nugget, hast du sie nicht gesehen? Da musst du Jens fragen. Jens? Jens, kommst du mal? Birgit sagt, du weißt, wo die Mühle ist? Ja, ach so. Und, was hast du damit gemacht? Na, ich will es eintauschen. Wie bitte? Gegen ein richtiges Fahrrad. Meins ist doch zu klein. Und du hast immer gesagt, wir haben kein Geld für ein neues. Und wer gibt dir ein Fahrrad für eine Kaffeemühle? Nur Opa Treuhold.
Seins ist zwar auch ein altes, aber unsere Mühle ist ja auch nicht mehr die neueste. Und dann nimmst du sie dir einfach, ohne mich zu fragen? Na, Opa Treuherz wird das malen mit der Hand ein bisschen viel. Und du trinkst doch sowieso bloß Tee. Aha. Und du kannst ja mein altes Fahrrad verkaufen. Nein, nichts werde ich. Du holst sofort die Mühle wieder her. Los, los, Jens. Ja. Wer bringt euch bloß sowas bei? Es wäre ein Duftertausch gewesen, Mutti. Und bei Manfred schimpfst du ja auch nicht. Ach. Kollege Tim. Mensch, ich laufe schon den ganzen Tag nach. Ich laufe auch den ganzen Tag im Betrieb herum, meist ohne Ergebnis. Was ist denn? Ich möchte Sie um eine Befürwortung bitten, dass ich dringend ein möbliertes Zimmer brauche. Oder besser noch einen leeren Laden, den ich malen kann. Warum bist du von zu Hause weggezogen? Das ist ausschließlich mein Problem. So, und jetzt soll ich dir für deine Extratouren eine Befürwortung schreiben. Was wird sie denn kosten? Ein bisschen guten Willen. Kosten? Ich habe einen Familienvater im Bereich, der holt das Wasser noch auf dem Treppenflur. Und eine Kollegin, sie hat eine Stunde Anfahrt und eine Stunde Heimfahrt. Den schreibe ich. Befürworte ich dir. Dass es für meine Entwicklung vielleicht genauso dringend ist, ein eigenes Zimmer zu bekommen, das sehen Sie nicht? Ich habe die Befürwortung unterschrieben, dass du zur Kunsthochschule delegiert wirst. Und das habe ich gern getan. Aber jetzt lern erst mal und können etwas. Dann kannst du Forderungen stellen. Das bedeutet, dass ich immer noch Dankeschön zu sagen habe. Dann pfeife ich auf die Hochschule. Ach. Es gibt genug Maler, die sind auch ohne Kunsthochschule berühmte Leute geworden. Wenn ich das schon höre, lern erst, bevor du Forderungen stellst. Wenn jeder an der Decke zerren wollte, dann würde sie niemanden wehren. Du musst dich nicht für das Wichtigste halten. Aber für mich bin ich das Wichtigste. In Ordnung. Muss ja wirklich nicht sein. Kann der Junge nicht ein bisschen mehr Ordnung halten? Wenn dir was schief geht, lass es bitte nicht an uns aus. Ist doch wahr. Wahr ist, dass der Opa ein alter Brubbelkopf ist, ne? Der Egoismus der jungen Leute ist sagenhaft. Hat doch heute die junge Kunze allen Ernstes von mir eine Befürwortung für ein eigenes Zimmer verlangt. Für die du ihr hoffentlich gegeben hast. Denke ja nicht daran. Ach, du bist doch nur stolz drauf, was? Was heißt denn hier stolz? Ich bin der Meinung, unsere Jugend hat so viele Vorteile und Möglichkeiten, an die wir in dem Alter nicht einmal denken konnten. Wir müssen nicht auf all ihre Extratouren anspringen. Und das hast du ihr in herziger Offenheit gesagt? Na, so ungefähr, ja. Schreck nicht, ich bin's nur. Nur ist gut. Wir sollten es. Leg dich zu mir, hm? Also wirst du vom nackten Mann nicht erschrecken. Mensch, lass das. Sikri. Mädchen. Künstlerin. Sei nicht so schroff. Ich möchte doch nur mit mir schlafen. Und ich dachte, du hast was übrig für mich. Hatte ich auch. Eine Menge sogar. Und ich hielt dich für einen Freund. Das bin ich doch auch. Ehrlich. Sekret. Hm? Gerade heute. Mir war sau elend. Was machst du, dachte ich. Und dann dachte ich an dich. Dass du mir helfen wirst, meine Bilder zu verkaufen. Mich selbstständig zu machen.
Fuß zu fassen. Einen Weg zu finden. Stattdessen das alte, blöde Lied. Du wolltest doch nur eine billige Geliebte. So ist das doch nicht. Wahrscheinlich hast du meine Bilder nur gelobt, um mich ins Bett zu kriegen. Nein, ich schwöre, ich habe die grünen Pferde gekauft, weil sie mir gefallen. Ach, du hast sie gekauft? Hm. Kann ich dafür, dass ich mich in dich verliebt habe? Kunze, wo wollen Sie denn hin? Spazieren gehen. Oh, gute Idee. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen? Nee, danke. Oder doch, zum Bahnhof. Ach, wir reisen. Nee, im Wartesaal übernachten. Wieso denn? Opa Treuholz hat mich rausgeworfen. Ach, das gibt's doch nicht. Kommt erst mal rein. Wieso denn rausgeschmissen? Einem jungen Menschen gegenüber kann man sich doch alles erlauben. Du bist doch nur eine unreife Pute. Also Kusch, wir wissen am besten, was du brauchst. Also zuerst mal ein Quartier. Ich bringe Sie in mein Zimmer, Sie können dort schlafen. Na klar, in einem Bett mit Ihnen. Wie kommen Sie denn darauf? Ach, alle Männer sind doch gleich. Nee, nicht alle haben so große Füße wie ich. Also mit Ihrer gütigen Erlaubnis werde ich inzwischen in unserer Laube schlafen. Meister. Auch das noch. Warum denn? Du musst ja die Betriebsärztin fragen, nicht mich. Wahrscheinlich Dickköpfigkeit, ne? Müsstest du aber oft krank sein. Hey, pass auf! Selber fast nach eurem Köppe. Entschuldigung. Man sagte mir, Sie hätten ein Zimmer zu vermieten. Längst besetzt. Tut mir leid, Fräuleinchen. Tut mir wirklich leid. Vielen Dank. Schaffen. Ja.
dir erlaubt, mich zu küssen. Nicht mehr. Das gehört auch dazu. Was du nicht sagst. Wie lange willst du noch damit warten? Bis es deiner Mutter eines Tages erlaubt? Red doch nicht so ein Quatsch. Wieder in Hoffmannslaube. Statt nach Hause zu kommen, nachdem man ihr diesen Zirkuswagen weggenommen hat. Was das Schlimmste ist, sie ist nicht alleine da drüben. Da kannst du mir vielleicht sagen, wer bei ihr ist. Dieser Boudica vielleicht, oder? Ach, du bist ja gar nicht da. Warum bist du überhaupt erst mit in die Laube gekommen? Weil du mir bei Mathe helfen wolltest. Schäl dich nach Hause. Aber sofort. Mutti, was denkst du? Wir haben Schularbeiten gemacht. Das habe ich gesehen. Doch, bestimmt. Hier liegen die Hefte. Mir hast du gesagt, du gehst mit Freunden ins Kino. Komm jetzt. Was ist denn hier für eine Versammlung? Ihre Tochter, die Ilona, die hat meinen Sohn in der Laube verführt. Was soll sie haben? Ich bin zum Glück zur rechten Zeit gekommen, als sie meinen Sohn küsste. Ach, geküsst? Haben Sie nicht auch mal einen Jungen geküsst, als Sie in dem Alter waren? Ein Kuss. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Beleidigen lasse ich mich von Ihnen nicht. Erst konspirieren Sie mit meiner Tochter und dann verteidigen Sie noch das Verhalten dieses Früchtchens. Komm jetzt. Na, da bin ich wohl noch im rechten Augenblick gekommen, wie? Das ist überhaupt nicht wahr, was sie halt erzählt hat. Warum hast du ihr das nicht gesagt? Na, warum hast du dich nicht gewehrt? Es war mir einfach zu blöd. Na komm, ich bring dich nach Hause. Dann kann Mutti mich gleich als Zeugen vernehmen. Rauskriegen tut sie doch alles. Hm? Das hat mir gerade noch gefehlt. Krach mit den Nachbarn. Macht denn jeder mit meiner Laube, was er will? Das ist meine Laube, versteht ihr? Kümmere dich um dein Boot, aber setz mir gefälligst keine Untermieterin rein. Und du benutze sie nicht als Stelldichein für deine Jungs. Er hat mit mir Mathe gemacht. Und ich habe ihn dafür geküsst. Mehr nicht. Was ist denn das für ein idiotischer Tausch? Manfred tauscht doch auch alles und jedes. Aber da regst du dich nicht auf. Oh doch, da rege ich mich auf. Sehr sogar. Ach, nun bausch doch die Sache nicht so maßlos auf. Was ist denn passiert? Das schlechte Beispiel, das du meinen Kindern durch deine ewigen Tauschgeschäfte gibst, das reicht mir. Ach so? Dann kann ich ja wohl gehen. Hättest du dir sparen können. Nein, das konnte ich nicht. Ich wollte es dir schon lange mal sagen. Na, nun habe ich es ja gehört. Vielen Dank. Mhm. Ich werde mich danach richten. Das hoffe ich. Na. So, nun zu dir. Seit wann bist du nicht mehr fair, Mutti? Fair? Wieso? Du hast deinen Manfred behandelt, als wäre er an allem schuld. Was? Wenn du die Kunze gesehen hättest. So was Gemeines, was sie mir alles an den Kopf geworfen hat. Wie eine Verbrecherin kam ich mir vor. Und Manfred, der war es, der die dann rausgeschmissen hat. Von dem Schlüssel für Sigrid habe ich übrigens auch gewusst. Ach. Und es ganz in Ordnung gefunden. Jetzt verteidigst du Manfred?
Mutti, du hast uns immer gepredigt, gerecht zu sein. Warum bist du es nicht selber? Gute Nacht. Herr Schubert. Was wollen Sie denn hier? Frau Hoffmann war heute an Ihrer Tür. Nee, ich habe mich ganz still verhalten. Aber ich halte es nicht mehr aus. Auch das noch. Was soll nun werden? Ich möchte mit Ihnen tauschen. Lassen Sie mich hier schlafen und ziehen Sie zurück in Ihr Zimmer. Ich mache auch hier weiter für Sie. Das ist doch keine Lösung. Nur für 2 Nächte. Ich bin 3 Tage krankgeschrieben. Morgen gehe ich in den Betrieb und kündige. Nehme meinen Urlaub und fahre nach Leipzig. Da kann ich bei einer Freundin unterkommen. Mann, Mann, und dann geht schon alles irgendwie weiter. Mädchen! Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Mhm. Ein Zimmer, in dem ich ungestört malen kann. Ich muss meine Handschrift finden. Nee. Geduld. Zu manchen Dingen braucht man eben ein bisschen Geduld. Und wir haben sie nicht. Immer nur entweder oder, das geht nicht. Es geht nur entweder oder. Aber wenn Sie nicht wollen... Halt! Sie können ja bleiben. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich mir damit nicht mehr Ärger einhandle, als meine Sympathie für Sie verträgt. Na gut. Bevor ich in meine Bude verschwinde, rede ich noch mit Opa Treuholz. Die Kalkreuth hat er sagen. Ist mir doch egal. Auf jeden Fall haben Sie morgen Ihren Wohnwagen wieder. Oh. Ist ja nicht auszuhalten mit Ihnen. Eigentlich verdanke ich ja den ganzen Ärger nur dir. Das musst du deinen Wagen auch gleich zweimal vermieten. Und dabei hast du noch nicht ein einziges Mal darin geprobt. Das werde ich auch nicht. Wo ich spiele, da wird nicht getanzt, da wird geweint. Das war ja auch Frau Kunzes wegen. Von mir aus kann sie hier den Wagen bekommen. Und Tante Kalkreuth? Die übernehme ich. Na also. Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Guten Appetit. Dankeschön. Hast du mit Tante Kalkreuth gesprochen? Alles klar. Sigrid kann heute einziehen. Ich habe Tante Kalkreuth erzählt, ich hätte heute Nacht von einem jungen Mädchen geträumt, das mich in einem Zirkuswagen mit Farbe geschmiert hätte. Naja, ein Maler und ein Musikus, so Wand an Wand, das bringt Verdruss. Na, dann erzähl doch mal der Frau Kunze eine Geschichte, die ihr klar macht, dass ihre Tochter in dem Wagen gut aufgehoben ist. Was denn wieder ich? Du hast aber ihren Stein im Brett. Wie kommst du denn darauf? Ich will doch nur das Beste. Das Mädel. Wir sind vielleicht klüger, weil wir erfahrener sind als unsere Kinder. Aber gerade deshalb sollten wir so klug sein, ihnen ihre Illusionen nicht zu nehmen. Sie sprechen auch von Illusionen. Aber ein Stückchen verwirklicht sich immer und darauf kommt es an. Versöhnen Sie sich mit ihr. Was, ich soll den ersten Schritt tun? Eben, weil Sie klüger sind. Guten Tag. Wiedersehen. Was hast du denn unter dem Pflanzenschutzhaupt? Da habe ich Kohlrabi und Salat gepflanzt. Das hast du aber prima gemacht. Sehr Tag. Schön. Tag. Tag. Na, die Gartenfachleute beim Erfahrungsaustausch? Man lernt immer dazu, wenn man sich mit klugen Leuten unterhält. Ja, das ist meine Meinung. Deshalb führen auch so viele Selbstgespräche. Tschüss. Nach.
Wie war die Mathearbeit? Ganz gut. Abgeblitzt, wie? Weiberlaun. Tag, Sigrid. Boah, du hast es aber schön hier. Also ehrlich, Mary, sowas bräuchte ich auch. Das fehlte noch was. Mein eigenes kleines Reich. Wir können ja alle zum Zirkus gehen, nicht? Seid ihr hergekommen, um zu streiten? Ja, natürlich nicht. Guten Tag, Sigrid. Oh, ein Stillleben? Mhm. Was denn ausgerechnet mit Schnapsgläsern? Du wirst immer etwas finden, was dir nicht passt. Also mir gefällt's. Ja gut, mir eigentlich auch. Mir noch nicht. Sag mal, Mädel, können wir etwas für dich tun? Ja, ihr könntet mir 50 Mark pumpen. Ja, was dich. Hier. Also, wie Sie das hingekriegt haben, Herr Hahn. Ich bewundere Sie. Nee, wirklich? Ja. Ich werde dann wohl im Moment nicht mehr gebraucht hier. Herr Hahn? Nein, nein. Nein. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie so schnell gekommen sind. Schon gut. Erster Ballmensch. Frau Hoffmann! Ja? Wenn Sie mal bitte einen Moment rüberkommen können. Ich habe mir erlaubt, ein paar Stücke vom Selbstgebackenen abzuschneiden. Oh, wie kommen wir denn dazu? Kleines Friedensangebot sozusagen. Oh, danke schön. Ich habe Herrn Schubert sehr unrecht getan. Wieso denn das? Er hat Sigrid gestattet, in seinem Zimmer zu wohnen. Das fanden wir sehr nett. Ach, das meinen Sie. Also nichts für ungut, ja? Nachbarn müssen doch zusammenhalten. Ja, natürlich. Achtung! Danke. Der große Augenblick! Sagen, was das sollte? Mhm. Die Miete von Fräulein Kunze. Wie? Naja. Und dass ich vor deiner Tür stand und das Gefühl hatte, da drin ist jemand. Die schöne Malerin. Aber ich war nicht drin. Ich habe nämlich hier gebaut. Das soll ich dir glauben. So viel Dienste ohne Gegenleistung. Du selbst hast mir die Tauschgeschäfte verboten. Und daran hältst du dich? Na gut. Ich hol dir die Sigrid her. Oh. So wie du bist? Ja. Da hast du es. Vor dir steht die nackte Wahrheit. Und die Küche.